Heute werden wir Windlichter töpfern und am Nachmittag den Barfußpfad beschreiten. Windlichter sorgen abends für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Aber ein selbst hergestelltes Windlicht aus Ton ist ein besonderes Highlight. Ton ist ein wunderbares Material und gut formbar. Kaum ein Material ist vielseitiger. Das Schönste aber, es ist überhaupt nicht kompliziert, mit Ton umzugehen. Windlichter benötigen einen festen Boden, auf dem später die Kerze gestellt wird. Nach oben hin braucht man eine Art Kamin, aus dem die Hitze abziehen kann. Verschiedene Ausschnitte, die man mit einer Tonnadel macht, verzieren das Windlicht kunstvoll. Vormittag ist rasch vergangen. Nun wird es Zeit für das Mittagessen. Der Bau des Holzrahmens für die Naturmaterialien ist die erste Aufgabe, die hier von Robert gemeistert wurde. Heute haben wir schon wieder über 30 Grad. Da hilft nur eine kleine Abkühlung. Viele Naturmaterialien für unseren Barfußpfad finden wir hier in der Umgebung. Blätter, Fichtenzapfen, Kies und Stroh, alles da. Und weil Kinder gerne Matsch mögen, rührt Robert extra eine Schüssel voll an. Und ihr müsst über etwas rüberlaufen und raten, was das ist. Mit verbundenen Augen müssen die Kinder über den Barfußpfad laufen und dabei die Materialien durch das Fühlen mit ihren Füßen erkennen. Ja, richtig. Ja, vorsichtig. Ganz abzupfen. Ein großer Schritt. Gute Rolle. Ein Schritt. Okay, dann noch ein Schritt. Die Tante. Der kann sich in die Füße waschen. Unser Grillmeister hat inzwischen schon die Würstchen fertig.